Die neue, brutalere Vorgehensweise der RAF lässt die Scherbenmitglieder an ihrer bisherigen Sympathie zweifeln. Kai Sichtermann: Das hat mich schockiert. Mir wurde klar, dass das hier keine romantischen Räuber- und Gendarmspiele waren, sondern blutiger Ernst. Er ist froh, die Gitarre behalten und die Knarre zurückgewiesen zu haben. Rio Reiser erinnert in seiner Autobiografie an die damaligen Überlegungen: Darf man jemanden, der das gar nicht will, in seinen Todes- oder Verzweiflungsrausch mitnehmen? Meine Räusche lebe ich dann schon lieber als Musiker aus. Andererseits, wie sollte Revolution ohne Waffen gehen? Mit seinen Zweifeln sieht er sich zwischen allen Stühlen. Ich habe gedacht, wenn du ständig ein schlechtes Gewissen hast, weil du noch nicht schreiend mit der MP losrennst, kann das nicht das Wahre sein. Die einen haben sich aufgeregt, dass wir den Kampf propagiert haben, die anderen, dass wir es nicht genug getan haben. Schaffers Reisen. Freundschaftsspiel Israel gegen Borussia Mönchengladbach, 21. Dezember 1971. Die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach ist zu einem Trainingslager nach Israel geflogen. Die Gladbacher wiederholen damit ihre Besuche vom Vorjahr und setzen erneut ein Zeichen der Aussöhnung zwischen Deutschen und Juden. Die Kontakte gehen zurück auf die Bekanntschaft zwischen Gladbach-Trainer Hennes Weisweiler und dem israelischen Nationaltrainer Emanuel Eddy Schaffer, der bei Weisweiler eine Ausbildung zum Fußballlehrer an der Sportuni Köln absolviert hatte. Schaffer ist ein Überlebender des Holocaust. Er wuchs im Ruhrgebiet auf, bis seine Familie nach Hitlers Machtübernahme in die ursprüngliche polnische Heimat zurückging. Als Wehrmacht und Nazis auch dorthin kamen, flüchtete der damals 18-jährige Schaffer und gelangte später auf vielen Umwegen nach Israel. Seine Eltern und seine drei Schwestern wurden von den Nazis ermordet.